Grünen-Chefin Ricarda Lang sorgte mit ihrer Aussage zur Durchschnittsrente in Deutschland bei Markus Lanz für Aufsehen. Ich spreche jetzt mit dem Chefredakteur von Table Media, Michael Brücker, der hautnah dabei war. Herr Brücker, schön, dass Sie da sind. Wie haben Sie den Auftritt von Ricarda Lang bei Markus Lanz empfunden? Ja, das sind natürlich immer so trickreiche Fragen, wenn man spontan eine Zahl oder eine vermeintliche Alltäglichkeit in den Spitzenpolitikern in so einer Sendung fragt. Natürlich sah Ricarda Lang da gar nicht gut aus. Lanz meinte die Eckrente, eigentlich die Standardrente, gar nicht die Durchschnittsrente übrigens, nämlich diejenige Rente, die man bekommt, wenn man eine typische Erwerbsbiografie hat, 45 Jahre eingezahlt hat. Und diese Zahl sollte eine Sozialpolitikerin, die Ricarda Lang ja ist, natürlich drauf haben. Denn sie zeigt schon eben auch, wie sehr Alltagsprobleme, Alltagssorgen, aber eben auch Einkommensverhältnisse in diesem Land präsent sind bei Spitzenpolitikern. Und da sah sie natürlich nicht gut aus. Sie hat sehr, sehr viel Hass und Häme auch im Netz bekommen, so sehr, dass sogar ein CDU-Mann, Paul Ziemiak, ihr zur Seite gesprungen ist. Ist die Kritik an Ricarda Lang aktuell überzogen? Ja, aufgrund dieses einzelnen Ereignisses oder meinetwegen des Blackouts in einer Sendung darf man natürlich jetzt auch nicht generell die Politik von Ricarda Lang oder die Persönlichkeit Ricarda Lang abqualifizieren und verurteilen. Sie ist die Projektionsfläche für sehr viel Unmut, Frust in einem großen Teil dieser Bevölkerung über die Grünen. Die projiziert sich wirklich in dieser Person Ricarda Lang, eine junge Frau, die da auch sehr, man muss sagen, sexistische Angriffe aushalten muss, die im Netz übelst beleidigt und angegriffen wird. Das geht natürlich gar nicht. Trotzdem muss sich auch Ricarda Lang und gerade die Grünen fragen lassen, ob sie Teile ihrer Politik umdenken müssen, die auf ideologische Ziele ausgerichtet ist, ohne dass vielleicht manchmal in der Praxis die Umsetzbarkeit, auch das Vertrauen der Menschen oder die Nachvollziehbarkeit ihrer Politik abgeklärt wurde. Und diese Kluft zwischen der bundespolitischen Sichtweise der Grünen auf die großen Transformationsherausforderungen und dem, was im Alltag eigentlich diskutiert wird bei den Menschen, das ist ein zentraler Kritikpunkt an den Grünen. Die müssen sich Menschen wie Ricarda Lang auch gefallen lassen. Aber die persönlichen Attacken und Angriffe, die sie ertragen muss im Netz, die gehen überhaupt nicht und die muss man parteiübergreifend natürlich kritisieren. Die Grünen haben ja eigentlich den Anspruch, mehr auf Sozialpolitik zu setzen. Wenn man dann ausgerechnet in der Parteispitze diese Kennzahlen, diese wichtigen Zahlen nicht kennt, welchen Stellenwert hat Ihrer Meinung nach die Sozialpolitik wirklich bei den Grünen? Ich glaube, dass die Grünen sich immer schon als die bessere, weil treffsicherere sozialpolitische Alternative in ihren Maßnahmen als die SPD verstanden haben. Aber in der Tat ist dieses Projekt oder diese politische Ausrichtung bei den Grünen in den vergangenen Jahren in der Regierung nach unten priorisiert worden. Ich nehme nur das Beispiel Heizungsgesetz. Dort wurde die zentrale Komponente, nämlich wie federn wir eigentlich die Belastungen für eine 75-jährige allein lebende Frau in einem kleinen Einfamilienhaus, die plötzlich eine kaputte Gasheizung hat? Wie federn wir für diese Frau, die dann eigentlich eine neue elektronische Heizung einbauen sollte, für 20, 30, 40.000 Euro, wie federn wir diese Belastungen ab? Das war gar kein Thema im ersten Entwurf eines grün geführten Ministeriums. Und da frage ich mich schon, wo haben die Grünen dieses Gespür für die Belastungen gerade der Gering- und Mittelverdiener oder auch der Älteren, wo haben sie dieses Gespür eigentlich abgegeben, als sie in die Regierungskoalition eingetreten sind? Da wurden wirklich dramatische handwerkliche Fehler gemacht und ein solcher Auftritt, der zahlt natürlich ein in dieses Vorurteil. Die Grünen sind eine abgehobene, urbane, ideologisch verbrämte Partei, die mit den Alltagssorgen kaum noch was zu tun hat. Das nährt natürlich dieses Vorurteil. Ich frage mich, ob es dann noch ein Vorurteil ist, wenn Sie ja selber Beweise dafür zeigen. Ja, ich sage ja, Sie müssen an einigen Stellen Ihre Politik dringend aus meiner Sicht, aus meiner Analyse heraus korrigieren, wenn Sie wieder zurückkommen wollen zu diesen 20-25%, die Sie ja vor 2 Jahren noch hatten. Robert Habeck und Annalena Baerbock haben die Grünen in die Mitte der Gesellschaft geführt mit einem Anspruch, der auch
vermeintlich nicht grüne politische Felder beinhaltete, zum Beispiel Law and Order, zum Beispiel eine Wirtschaftspolitik, die auch Unternehmer in den Blick nimmt. Ich erinnere an den Wirtschaftsrat der Grünen, der vor 2 Jahren noch voll war mit Unternehmern und Unternehmerinnen, die da unbedingt Mitglied sein wollten. Heute gibt es einen großen Unmut, gerade im Mittelstand, über die grüne Politik. Sie haben in der Regierungspolitik, muss man wirklich sagen, vielleicht auch aufgrund des Krisenmanagements eine Priorisierung zugelassen, die zentrale Mittebereiche, also die mittlere, die arbeitende Gesellschaft, die haben Sie in diesen 2 Regierungsjahren verloren. Anders ist es ja gar nicht zu erklären, dass Sie von 20-25% auf aktuell 12% abgesackt sind. Die Grünen sind zurück in eine Klientelpartei für ein urbanes, ökologisch denkendes Milieu und alles berechtigt, kann man ja machen. Nur wenn der Anspruch war, wir müssen in der Mitte anschlussfähiger werden, wir müssen größer werden, dann müssen Sie Ihre Politik verändern. Und ich habe ein Thema gar nicht genannt, die Migrationspolitik. Für viele Bürger, auch ökologisch orientierte Bürger aus der Mitte dieser Gesellschaft, ist dir das Nichtstun in diesem zentralen Bereich der Überforderung in diesem Land ist ein großes Problem, vor allem auch der Grünen. Jetzt ist Ricarda Lang immerhin die Parteichefin. Das heißt, wenn sie sich einen Fehler erlaubt, dann wiegt das nochmal deutlich schwerer. Was sagt das über Sie als Person aus? Ist sie unter diesen Umständen immerhin auch im Ausschuss für Arbeit und Soziales als Parteichefin überhaupt noch tragbar? Ja, also ich würde jetzt ein spontaner Nichteinfall einer Rentenzahl, auch wenn es die zentrale Rentenzahl ist, ist jetzt kein Grund, warum jemand sein Amt abgeben muss. Da müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Aber Ricarda Lang muss sich überlegen, wie so etwas passieren kann und welche Mechanismen und Methoden in ihrer Parteiarbeit eigentlich vielleicht auch umgebaut werden müssen, damit sie die Themen und den Realitätscheck in ihren Alltag auch eingebaut bekommen. Wenn die in Berlin natürlich in ihrer grünen Parteizentrale oder den Ministerien sich nur über die Spezialthemen ihrer jeweiligen Klientel unterhalten und gar nicht mehr das Gespür für die Menschen da draußen haben, dann ist das ein Waterloo für die kommenden Wahlen für die Grünen. Insofern, ich glaube, Ricarda Lang ist selbstkritisch und reflektiert genug, um das zu wissen. Deswegen muss sie jetzt aber kein Amt in einem Ausschuss abgeben, weil sie einmal in einer Talkshow auf eine Frage nicht korrekt antworten konnte. Das halte ich für völlig übertrieben. Herr Brücker, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Dankeschön.